Hallo und zurück im alten Ägypten auf Entdeckertour. Ja, wir haben mal wieder unseren Adler am Start und wir verabschieden uns heute von den Pyramiden, von der Geschichte der Pyramiden. Und als nächstes wird kommen Alexandria wieder, ne? Wenn wir uns nochmal mit Alexandria, mit Alexander dem Großen wahrscheinlich auseinandersetzen. Ich bin gespannt. Also los, erhebe dich, mein Freund, und wir stapfen noch einmal zu den Pyramiden hin. Upsa. Richtig wie ein großes Tor, denkt man, ne? Was hier zu der Nekropole führt. Mal schauen, was ihr dazu sagen. Ah, jetzt gehen wir tatsächlich. Tatsächlich mal zu Chefren. Da hatte ich ja schon mal was gesagt. Hat's verwechselt, war dann aber Cheops. Chefren, einer der großen Pharaonen der damaligen Zeit. Und wir erfahren mehr über die Grabstätte Chefrens. Willkommen bei Chefrens Grabstätte. Da oben ist der Schlussstein drauf, ne? Schaut hin. Waren wir schon bis oben. Ich fand's gut, dass ich es gemacht habe. Weil das war echt ein bisschen cool. Ein bisschen cool, das müssen wir auch mit rein. Glitzeklein bisschen. Seit Beginn der vierten Dynastie wurden Totentempel nahe Pyramiden an deren Ostseite gebaut. Solch ein Standort, der sich der aufgehenden Sonne ebenso zuwandte wie der Welt der Lebenden, trug eine höchst symbolische Bedeutung. In diesen Totentempeln wurden die Könige über tägliche Rituale wiederbelebt. What? Wirklich? So richtig? Ja, symbolisch, ne? Aber wiederbelebt anscheinend. Und wie hat man das gemacht? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Bin gespannt, wie man die wiederbelebt hat. Mit was für Ritualen, ob sie uns das überhaupt sagen. Aber hier haben wir schön Schatten, ne? Auch mal schön, ein bisschen im Schatten. So jetzt. Üblicherweise wies ein Totentempel zwei Teile auf. Einen vorderen Bereich, der aus einem Vorraum und einem Hof bestand, und einen hinteren Bereich, in dem sich sämtliche sakrale Elemente befanden. Im hinteren Teil des Tempels befanden sich mehrere wichtige Bestandteile, darunter das Allerheiligste mit einer Scheintür, durch die der Pharao zwischen den Welten der Toten und der Lebenden reisen konnte. Ja, wir wollen doch wissen, wie er wiederbelebt wurde. Das wäre für mich eigentlich zurzeit die wichtigste Information, um ehrlich zu sein. Chefren, vor allen Dingen können Sie uns mal ein bisschen was über Chefren sagen, weil viel weiß ich über den mehr oder weniger auch nicht. Da müsste ich mich auch einlesen. Wäre schön, wenn Sie hier was sagen würden. Das größte derartige Bauwerk, der Totentempel des Chefren, war komplett aus megalithischen Kalksteinblöcken aus einem nahen Steinbruch gebaut und mit Granit verkleidet. Teile des Totentempels des Chefren, insbesondere die Wände des Säulenhofs, dürften mit außergewöhnlichen Reliefs verziert gewesen sein.
Ein Bild des Königs selbst wurde allerdings im gesamten Tempel nicht gefunden. Also ich bezweifle gerade, dass sie uns irgendwie mal was erzählen, wie mit welchen Ritualen die Pharaonen wiederbelebt wurden. Ach, schaut hin, tatsächlich hier. Sind sogar noch Farbpigmente, denkt man dran. Ne? Wir sind auch bei Chefren im Alten Reich. Aufpassen. Ist ja nicht schon warm genug, ne? Oh, das sieht cool aus. Richtig schönes Feuerchen. Können wir uns ein bisschen hinsetzen. Mal schauen. Ah. Mitten in die Sonne. Ich habe keinen Hut dabei. Das ist natürlich übel, ne? Das ist natürlich mehr als übel. Vor allen Dingen in der Wärme noch ein Feuer. Ich denke, na gut, Gott sei Dank ist der Wind nicht in unsere Richtung, dass wir den Rauch einatmen. Na los, weiter geht's. Ich habe gedacht, der hält noch irgendwas rein ins Feuer. Vielleicht, keine Ahnung, Würstchen oder was? Boah, anscheinend nicht. Nee, keine Ahnung, Chefrin. Wir wissen jetzt nicht, wie du wiederbelebt wurdest, mein Freund. Und, ja, wir wissen eigentlich nur, dass du zum Alten Reich gehörst. Das waren deine Höhepunkte, deine Errungenschaften, deine Persönlichkeit. Wie hast du die Wirtschaft gestaltet? Ist sie gewachsen? Ist der Reichtum gewachsen? Gab es eine größere Spaltung zwischen Arm und Reich? Was war es? Der direkte Nachfolger von Cheops, Radjedev, folgte dem Brauch, wonach jeder König einen neuen Ort für sein Begräbnis finden musste, und wählte Abu Rawash als letzte Ruhestätte. Als die Zeit für seinen eigenen Grabkomplex gekommen war, brach Chefren, ebenfalls einer von Cheops Söhnen und Nachfolger von Radjedev, mit der Tradition und kehrte nach Gizeh zurück. Und Chefren missachtete nicht nur die Tradition, er tat das auch auf eine Weise, über die er hoffte, das wichtigste Monument seines Vaters zu überflügeln. Also eins wissen wir noch, aber das haben wir davor schon gewusst, dass Chefren der Sohn des Cheops war. Und hier hinten seht ihr wieder Horus, der aber noch ein bisschen über dem Pharao steht, als der, ja, der höchste Gott, mehr oder weniger. Also, wenn man mal Osiris und so weiter wegnimmt, ist Horus der, glaube ich, am meisten verehrte Gott gewesen, der Falkengott. Da wird schlechtes Wetter. Gibt es eigentlich das in der Wüste, dass es in der Wüste regnet? Kann es in der Sahara... Gibt es das, dass es in der Sahara regnet? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, oder? Ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich mache mir jetzt das erste Mal Gedanken drüber, ob es in der Sahara auch regnet. Ich glaube nicht. Obwohl, es gibt Oasen. Und Oasen müssen ja irgendwie auch ja, gefüllt werden. Ne? Und ich denke mal mit Regenwasser. Also das kann nicht allein vom Grundwasser her kommen. Und das wäre dann eine Bracke. Ne? Müsste ja irgendwie entweder von einem Fluss oder eben von Regenwasser. Schwierig, aber schön hier drüben. So. Da drüben, das sind wieder diese, ja, ich sag's mal, pyramidenförmlichen, ob es Behausungen sind. Wir waren schon mal näher dran, ich weiß es noch. Ich kann mich entsinnen. Obwohl Chefrens Pyramide kleiner ist als die von Cheops, war sie listigerweise auf einem höheren Sockel gebaut als die große Pyramide.
so erschien sie höher als jede andere Pyramide in Gizeh. Heute ist Chefrens Pyramide die einzige der drei in Gizeh, die noch über den oberen Teil ihrer Kalksteinverkleidung verfügt. Aha. Ach stimmt, die ist oben noch, aber ganz wenig. Ne? Man sieht es vielleicht ein bisschen von da unten am Bild. Die ist oben noch ein bisschen, ist das Verputzte da. Ne? Ja, das ist ja clever. Das ist ja clever, mein Meisterschöpferin. Hat es ja einfach höher gebaut und die wirkt natürlich dann insgesamt gewaltiger, weil sie ja höher steht, ne, und noch über der seines Vaters. Ne. Das ist wirklich listig gemacht. War bestimmt ein total verschlagener Pharao. Die Nekropole von Gizeh wurde als höchstheiliger Bereich angesehen und sowohl geografisch als auch physisch strikt definiert. Eine 8 Meter dicke Mauer aus Tura-Kalkstein umfasste die große Pyramide in Gänze. Der einzige Weg hinein führte durch den Totentempel. Ja, wie gesagt, eine Nekropole. Ne? Da unten habt ihr es gesehen. Ich hoffe, ihr habt mal hingeschaut. Auf das Bild unten, da hat man gesehen, dass es von einer Mauer umgeben war. Ne? Also wie eine Totenstadt. Ab der Herrschaft Snofrus wurde es üblich, eine Nebenpyramide in den Pyramidenkomplex zu integrieren. Die Funktion der Nebenpyramide, die kleiner und niedriger als das Königsgrab war, bleibt unklar. Einige vermuten aber, dass sie das Ka des Pharaos beheimaten sollte. Ich denke, das Ka war in der großen Pyramide und dann waren Öffnungen, dass das Ka nach draußen konnte. Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie das in Gänze erforscht haben. Übrigens sieht man hier drei kleine Pyramiden. Ich bin echt. Also, wer von euch Ägyptologe noch werden möchte, ich glaube, der hat noch einiges zu tun hier. Ich kann mir das so richtig vorstellen, das ist wie so ein bisschen Detektivarbeit auch. Die Arbeit eines Historikers und zusammen mit den Archäologen, ne? Das dann die ganzen Puzzle zusammenzubringen. Ich finde, das hat irgendwas Deduktives, irgendwas, Detektivisches. Ne? Ganz spannend. Verkürzt wird das Ka oft als die Seele des Verstorbenen definiert. Die Wahrheit ist ein bisschen komplexer. Im Glaubenssystem des altägyptischen Begräbnisritus war das Ka Teil einer lebendigen Person, das sich beim Tod vom Körper löste. Es stellte die Lebensessenz des Verstorbenen dar. Damit der Verstorbene in ein neues Leben aufsteigen konnte, in dieser Welt oder der nächsten, musste das Ka in einer Statue verkörpert und über Opfergaben und Rituale aufrechterhalten werden. Ja, aber ist es auch das, was dann gewogen wurde? Nee, das Herz wurde gewogen, ne? Ja, so rum. Deswegen wurde dann auch das Ka und das Herz getrennt aufbewahrt. Ne? Damit die das ein bisschen einfacher hatten zum Wiegen. Vielleicht eventuell. In Chefrens Nebenpyramide fanden Archäologen eine Holzkiste mit Zedernteilen. Beim Zusammensetzen stellte sich heraus, dass es sich um einen auf einen Schlitten montierten Schrein handelte. Wie schon die Sonnenbarken, die man in der Cheops-Pyramide fand, wurden Schrein und Schlitten von Chefren nach dem Begräbnis rituell entsorgt. Reitet mich bitte nicht um. Hier ist ein bisschen schön, oder? Ja, wir sind noch nicht am Ende. Keine Angst. Wir haben, glaube ich, noch 5-6 Stationen. Und damit beschließen wir dann
die Pyramiden. Und ich bin wieder durch den Sand gestapft zur nächsten Pyramide hin, die wir uns anschauen werden. Ne? Puh. Nicht ohne, sag ich euch. Und der Sand hängt mir in jeder Fußritze. Und wir erfahren nun mehr über Menkaures Grabstätte. Auch einer Grabstätte, die in der Region Gizeh liegt. Ja, ich bin mal gespannt, denn über diesen kenne ich nun, also über diesen Pharao, ich hätte mir noch nicht mal den Namen gemerkt. Ne? Mal schauen. Aber sie sagen wahrscheinlich wieder nicht viel über seinen Werdegang. Ne? Willkommen bei Menkaures Grabstätte. Erzähl doch. Sag doch was. Die ist kleiner, ne? Die ist um einiges kleiner. Denken. Die Dimensionen der Pyramide des Pharao Menkaure sind weit weniger beeindruckend als die anderer Pyramiden. Und doch zeigt sie sich besonders in ihrem Inneren und Äußeren sehr komplex. Das Äußere der Pyramide war teils mit rotem Granit verkleidet, die Innenwände waren reich verziert. Letztere Neuerung setzte sich erst gegen Ende der 5. Dynastie durch, als Wände in den Pyramiden mit Texten versehen wurden. Wahrscheinlich sogar aufwendiger, ne? Als die großen Pyramiden. Wahrscheinlich sogar aufwendiger gemacht wie die großen Pyramiden, aber trotz alledem, also da merkt man schon mal, dass die Größe doch alles ist. Oder doch ein bisschen entscheidend ist, ne? Weil, mein, okay. Das ist schon gut, wenn der ein bisschen ausgeschmückt ist und so, ne? Dann, aber wir sehen es halt nicht. Wir sehen halt nur, das ist das was Philosophisches, ne? Man sieht halt nur das Äußere oder der erste Eindruck ist das Äußere. Auch an den Menschen, die man sieht. Und danach bildet man dann wahrscheinlich sein Urteil. Ne? Menkaures Pyramide weist zwei verschüttete Gänge auf. Beide sind an der Nordseite des Bauwerks zu finden. Der obere Gang wurde schon in der Bauphase aufgegeben. Der untere aber, der etwas über dem Fuß des Monuments liegt, stellt den echten Eingang dar. Der untere Gang führt zu einem Raum, der zum ersten Mal seit der Herrschaft Djoser mit eingeritzten Scheintüren dekoriert wurde. Huch, hier habe ich eine schlechte Perspektive erwischt, muss ich sagen. Eine echt schlechte Perspektive. Das war jetzt nicht so gut. Aber okay. Ist in Ordnung. So. Na dann. Aber reinkomme wahrscheinlich trotz allem nicht. Wollen wir da nochmal raufklettern? Ich würde vielleicht am Ende nochmal raufklettern. Menkaures Pyramidenkomplex war zum Zeitpunkt seines Todes noch unvollendet und wurde später von seinem Nachfolger Schepseskaf hastig und auch schlampig vollendet. Und doch stellt dieses Grab eine Zäsur in der Geschichte dieser Bauwerke dar. Nach ihm schrumpften die Pyramiden, während die Totentempel sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht an Bedeutung gewannen. Eine bemerkenswerte Besonderheit des Totentempels des Menkaure ist der schwerste jemals beim Pyramidenbau verwendete Kalksteinblock. Er wiegt über 200 Tonnen. Also ging man dann eher in das Qualitative über. Der eine war ein bisschen schlampig. Hat sie schön gesagt. Gefällt mir.
So, mal schauen, ob wir hier rüber hüpfen können. Wäre ja cool. Hoppa! Und hopp! Und hopp! Menkauros Aufweg wurde mittels Lehmziegeln vom Nachfolger des Königs fertiggestellt, wobei der untere Teil nicht mehr als eine einfache Rampe war. Der Taltempel wurde in zwei Phasen gebaut. Das Fundament wurde noch zu Pharao Menkauros Zeiten gelegt. Der Tempel selbst wurde später mit Lehmziegeln fertiggestellt. Der Taltempel an sich war schon bald beschädigt und musste in der 6. Dynastie komplett neu gebaut werden. Das heißt also, die haben... Das heißt also, heißt es wirklich, dass dann andere Dynastien und andere Pharaonen in Gedenken an die alten Pharaonen das nochmal neu... Deswegen sind auch die unterschiedlichen Steinarten, ne, wo sie immer gesagt haben. Hoppa! Schauen, wo wir da am besten raufkommen. Drei kleinere Bauwerke, bekannt als Pharao Menkauros Königinnenpyramiden, wurden an der Südseite der Hauptpyramide errichtet. Eine davon war verkleidet, die anderen beiden waren recht simple Stufenpyramiden. Ob die Stufenpyramiden absichtlich so gebaut wurden oder einfach nicht fertiggestellt wurden und deshalb unverkleidet waren, ist nicht ganz klar. Ja. Kann natürlich auch sein, dass es einfach dann nur mehr oder weniger nur Stufenpyramiden waren. Ne? Ich glaube, hier ist es am besten raufzusteigen. Hier haben wir am besten Grip. Bin mal gespannt, ob sich dann oben auch wieder ein Aussichtspunkt befindet. Ne? Ich weiß nicht, ob es auf jeder Pyramide ist. Die östlichste Pyramide wurde mit den traditionellen Räumen und Korridoren angelegt. Wie in Nebenpyramiden sollte darin das Ka des Königs Heimat finden. Allerdings wurde in ihr ein Sarkophag aus Granit gefunden. Ägyptologen nehmen an, dass es sich um ein echtes Grab und nicht nur ein symbolisches Scheingrab handelte. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass diese Pyramide zunächst als Nebenpyramide für das Ka des Königs konzipiert worden war. Schließlich diente sie dann als das Grab einer Königin. Welcher Königin ist bis heute nicht bekannt? Also, das kann man auch bezweifeln, oder? Das könnte man auch bezweifeln. So, und wir werden uns jetzt episch, ich hoffe, dass wir episch raufkommen, episch nach oben bewegen und ich hoffe wirklich da oben auf einen Aussichtspunkt. Also los, auf geht's. Das war schon mal ein eher, naja, schlechter Versuch. Aber jetzt. Nein.